So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch hier am rechten Bein zugange. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gegoogelt und fand die Lösung tatsächlich prompt. Und das zeige ich euch mal ganz fix hier. Den hier. Mache ich immer schon mal daran. Den hier, ohne das daran zu hängen, basteln wir das einfach oben drauf. Und dann, jetzt kommt nämlich dieses Teil hier. Basteln wir so rum drauf. Denn so kann man das nämlich einhaken und bleibt einfach nicht an diesen Pinökeln hängen. Seht ihr das? Das alles. Das ist voll klug. K-L-U-K. Wenn wir das nochmal oben hinsetzen hier, damit ich das... So. Ich versuch's einfach mal. Ah, oh, wir hängen da gar nicht mehr so gut dran. Rum, drin, drauf. Ja, da hab ich mir gedacht. Das muss anders eingegangen werden. Ja. Vielleicht auch erst beim nächsten Möglichen. Das geht natürlich auch. Dann können wir das nämlich hier einhaken. So. Und dann schwebt das Ganze nämlich... Ach nee, das geht ja zurück. Oh. Kotz. Aber... So geht's auf jeden Fall. Kannst natürlich auch so machen, ne? Das geht natürlich auch. Ist es dann auch ein bisschen besser. Vielleicht müssen wir das auch... Ah, vielleicht müssen wir das auch ohne uns hochpfeffern. Ja, weil wir können natürlich hier unten durch, also hier unten dran an dem Teil, uns nach oben
teleporten. Oh Gott, es gibt so Dinge, die so einfach sind, aber sich einfach aus dem Hirn hinaus katapultieren. Nur die Frage, brauchen wir das Zeugs noch, was da dran ist? Eigentlich ja nicht, ne? So, hier können wir noch so ein Geflügelteil rausholen. Haben wir noch irgendwo diese Lenkgeschichten? Ach, hier ist sogar einer. Ach, jetzt bin ich hier oben. Dann nehmen wir das mit, please. Das macht eigentlich nicht, sie gleiten ja trotzdem dahin. Und ich wollte das gar nicht vorher anhauen, sondern es reicht hier auch. Wenn ich ans Steuer gehe, dann springen die Sachen ja von alleine an. Diese Frame Drops, die nerven mich schon ein bisschen. Ich danke dir, Link.
Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Du musst meinen Mysterienstein des Geistes für mich finden. Der Mysterienstein natürlich. Befindet sich an diesem Ort. Führe mich dorthin. Der Weg wird voller Gefahren sein. Doch zum Glück birgt das Konstrukt, das du als Gefäß für mich gebaut hast, verborgene Mächte. Du wirst sie selbst erleben, wenn du mich ans Ziel geleitest. Bitte bringe mich zu meinem Mysterienstein. Ja, yeah. Okay. Fähigkeit des Minero-Konstrukts. Du kannst auf dem Minero-Konstrukt reiten und es so steuern. Ach. Voll geil. Fähigkeiten des Minero-Konstrukts. Ach du Scheiße. An den Armen und am Rücken des Minero-Konstrukts lassen sich Objekte befestigen, die du dann zur Fortbewegung oder für Angriffe nutzen kannst. Aha. Blocken. Okay. Rücken. Okay. Alter Finne. Ist die Frage, kann ich eigentlich auch wieder abspringen? Sieht jetzt gerade nicht so aus, irgendwie. Okay.
Okay. Ah, okay, kommt mir auf jeden Fall hinterher. Das ist schon mal gut. Habe ich denn irgendwas für dich, was du noch als Waffe nutzen kannst? Eigentlich ja, ne? Eigentlich das hier zum Beispiel. Das kann ich damit gar nicht verbinden. Ach so, es ist schon übrigens. Ja, okay, klar. Also Sonnenwaffen kannst du nicht nehmen. Du kannst dann also nur Konstruktsachen nehmen. Okay, dann können wir mit... Muss ich ja nicht unbedingt reiten, nicht wahr? Aber da war noch eine Waffenkammer, hat er gesagt? Oder hat sie gesagt? Dann lass uns da nochmal hin. Genau, richtig. Da können wir auch nochmal so ein bisschen Sachen befestigen. Stehen die Wachen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Oh shit, wir können da gar nicht. Oh fuck. Thank you.
Können wir irgendwas... Wow. Okay, Doki. Ja, aber nee. Ja. Wenn du einen Sonobauteil am Rücken anbringst, kannst du die Beweglichkeit des Konstrukts verbessern. Der Tempel mit dem Mysterienstein ist noch weit. Du solltest dich beeilen, Link. Mach doch nicht so einen Stress einfach. Sollte mich aber mal erstmal nochmal zu diesem Baumwurzelgedöns da schlagen. Wie die Arme so hinterher flattern. Ich glaube, ich bleibe lieber unten. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Rein so für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und so. So, auf geht's jetzt. Kommt ihr mit? Ja. Oh, guck mal, was hier herum oxidiert. Oh krass, wie viel der abgesaugt hat hier von den Ja, gut. Einfach die Schnauze. Ho, ho, ho.
Sehr gut. Sehr, sehr cool. Das ist so super witzig. Okay, tschüss. Das ist okay. Da darfst du gerne hin. Den hat's gleich zerledet. Na, der kommt auch nicht wieder. Okay. Das passt so für mich. Gibt's hier Besseres? Link, wenn du eine Waffe an diesem Konstrukt anbringst, kann es auch weit entfernte Gegner angreifen. Wenn du zielst, kannst du den Kampf gewinnen, Link. Besiege die Monster, die dir im Weg stehen und rücke vor. Bis auf los und ziehe 4000 Mark ein. Na? Wo ist denn meine holde Maid hier mit ihrem Blitzebogen? Da hinten steht sie. Was willst du denn hier? Thank you.
Oh Gott. Okay. Das sind aber noch mehr. Okay, der andere ist wo? Der ist irgendwo gebuggt. Das ist jetzt kein Problem für mich. Achso, ja, ich muss einen Bogen haben. Und ich brauche mal eben wieder ein bisschen Licht hier im Dunkeln. Dann lass mal zu der... Ah, das ist gut, dass da eine Knospe ist. Nicht diese, sondern... Ja. Gut, war trotzdem wichtig.
Danke. Das war nötig. Dann gehe ich wieder mal zufrieden. Blauer Hinox. Ich... Oh Gott. Das kann ja was werden. Oh, geht aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja voll einfach. Voll leicht. Wap. Wap. Elektroschocks ist ganz geil, muss ich sagen. Flammenwerfer ist aber auch noch... Also ich finde das okay, so. Da muss ich jetzt nicht unbedingt andere Waffen haben. Oh, lol. Echt? Müssen wir uns hier durchballern? Wir sollen aber nicht unbedingt, aber... Wir können ja, wir haben ja Zeit, ne? Wisst ihr was? Ich baller mich hier durch. Und wenn alles weg ist, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja? Macht's gut, danke fürs Zusehen. Und bis dann.